Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Also ohne irgendwas. Wie ohne irgendwas? Wie meinst du das ohne irgendwas? Ohne groß irgendwas halt, ohne was noch ausrichten, dann steht es halt hier da und sieht total pappig aus. 0,2 Liter. Das Gute ist, das hat alles dieselben Prozent. So. Wie viel Prozent hat's denn? 10,2. Echt? Das weiß ich doch gar nicht. Wo steht denn das? Ja, du musst aber vorlesen, was da steht, gell? Vorne, also diesen Spruch da jeweils. Hier musst du es so rumdrehen. Unten steht der Spruch. Jetzt drehst du es ja aber falsch rum. Wieso? Na, weil er die Vorderseite nach da zeigt. Ja, das musst du doch lesen, das können die doch nicht lesen. Ja, aber wenn ich es hochhebe und reingreifen, dann will man ja, dass man das von vorne sieht. Erst nicht. Mal von vorne und dann das musst du, ist, und dann damit ich es lesen kann, das ist ja Quatsch. Ach, ist du gut. Kannst es auch lesen, wenn du willst. Ich kann nicht ohne Brille lesen und die Brille setze ich nicht auf. Dann lese ich es dir halt vor. Sind wir schon auf ist Sendung, doch jetzt ja? Gut, Mann. Sind wir schon auf Sendung? Hier, die Maddox-Soße kannst sind du sind wir schon probieren. Auf Sendung? Nein, die probiere ich steht nicht. Steht nämlich noch hier, dann mache ich dir damit gleich einen Cocktail. Nee, das kannst du vergessen. Was ist das überhaupt schon wieder? Guck dir doch mal die Bananen. Solche Bananen bringen die mit zum Essen, ja? Wieso? Die lag erst hier, als du vorhin zur Tür reinkamst. Ja, die habe ich ja mitgebracht, weil ja, die zwei letzten sind. Ja, weil sie solche Bananen mitbringen. Das sind hier, die sind letzten. Gesund. Das sind die von Montag. Manchmal muss man lernen, loszulassen, auch bei Bananen. So. So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ne? Die Mama ist am Start und die hat letztens was gesehen im, wo hast du es denn gesehen? Im Rewe. Im Rewe, weil woanders geht sie ja nicht einkaufen. Woanders gehen wir ja nicht hin. Genau. Und da hat sie gesagt, was ist das denn? Das sind doch so Cocktails und ich trinke doch gerne mal einen Cocktail. Genau. Aber sag nicht in meinem Internet, dass ich was trinke. Die denken doch, ich trinke sonst was. Dabei. Da mache ich mal immer Scherze manchmal. Aber, ja, genau. Ja. Und jetzt sitzt sie hier und trinkt Cocktails. Genau, das passt auf jeden Fall gut zusammen. Und das sind 4 Cocktails, die wir jetzt testen wollen, alle 4. Weil die Mama die so total toll fand. Weißt du noch, wie viel einer gekostet hat? Das weiß ich nicht mehr. Ja, die stehen nämlich bestimmt schon 3 Jahre jetzt im Kühlschrank. Nein. Wir haben auf jeden Fall hier einen 2 Wochen Orangen Cocktail Plant Beach Up Your Life 6 on the Beach. Ein 6 on the Beach Cocktail im Orangenkanister. Nichts ist so romantisch wie Sex am Strand, aber Vorsicht, dort liegt Sand. Und ich würde sagen, wir lesen gar nicht alle vor erst, wir lesen den, den wir vorlesen und trinken den auch direkt. Genau. Denn das ist Sex on the Beach, alkoholhaltiges Mischgetränk mit Ananas und Orange und Passionsfrucht Cranberry Aroma. So, 10,1%, 18 plus steht auch drauf. Sex on the Beach von Cocktail Plant. Muss man das jetzt... Ich weiß nicht, ob man das schüttelt. Ja, doch, das muss man schütteln. Das sieht aus wie eine Ketchupflasche, was sie unten einfach alles abgesetzt hat. Ja, man in der Cocktailbar mixen und schütteln, ja, die ja auch immer. Und dann hat man ja auch Cocktailgläser, die wir auch nicht haben. Und dann kommt noch ein Schirmchen drauf und Glitter und so weiter. Und noch eine Banane rein, und, genau. Ja. Nee, wir haben jetzt nämlich unsere Berliner Luftgläschen, weil die durchsichtig sind und tun das jetzt einfach da reinfüllen. Jetzt mache ich es mal auf. Ist ja nur mal zum Kosten, mehr ist es ja nicht. Hast du überhaupt schon mal Sex on the Beach getrunken? Jo, ich glaube schon. Das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwie. Gut, das andere frage ich nicht. Kannst du mir mal dein Glas noch ein Stück? Ich will das mal hier reintun. Warum versteckst du das jetzt? Ich mach's dir auch schön voll, damit du super den Geschmack hast. So. Aber ich weiß nicht, ob das, was ich getrunken habe, ob das auch orange war, das weiß ich nicht. Aber das sind jetzt 6 Zentiliter Sex on the Beach und das können wir jetzt mal probieren. Denk dran, mit einmal reinschütten, das ist wichtig. Nee. Nicht hier so nippen oder so. Na wieso? Oh. Oh. Na jetzt ist aber gut. Der ist aber kräftig. Ja, kräftig, aber... Ich dachte, die schmecken voll süß und fruchtig, aber... Na, wieso bitter schmeckt's nicht? Schmeckt doch gut, oder? Ja, der geht voll in die Nase. Jetzt frage ich mich, was da eigentlich für Alkohol drin ist. Hä? Hier steht einfach nur Fruchtsaftgehalt 78%. Was 39% Ananassaft und 39% Orangensaft sind. So.
Und wo, wie kommt dann der Alkohol zustande? Also was ist das? Ich finde ihn ziemlich stark und der Fruchtgeschmack, weiß ich nicht, gefällt mir gar nicht so sehr. Das heißt, ich habe da jetzt was voll Leckeres, Fruchtiges erwartet, aber irgendwie ist es einfach nur stark und brutal und wahrscheinlich genauso wie so ein kräftiger Sex on the Beach halt schmeckt. Genau. Dir schmeckt's? Also mir, ja, wenn man schon mal was, ich sag ja, für Cocktails, Cocktail kann man immer mal trinken. Ich teile den Rest wie's, noch auf. Wie es halt, ach nee, kann man das nicht später machen? Wollen wir nicht erst die anderen probieren? Nee, das ist mit dem Hannes, der macht das wenn auch immer so. Wenn ich jetzt den jetzt trinke, dann kann ich ja die anderen nicht mal probieren. Doch. So. Du sagst selber, das ist stark. Das ist, der geht noch aufs Haus. Der geht noch, das sieht ja schön aus, oder? So, halt es mal so rein. Und so. Außerdem soll man ja nicht halt mal so da rein. So da rein so. Keine 10. Das ist wichtig fürs Bild. Gläser so, guck mal noch ein Stück vor. Eigentlich nur mal. So, ja, super, ist sowas. Eigentlich super. Nur mal einen, ne? Ja, aber wenn die Cocktails richtig, trinken, meine ich. Haben die ja ein ganzes Glas. Also die haben ja im Prinzip trinken einen so eine ganze Flasche als ein Cocktail. Ja. Wir teilen uns das ja. Ja, aber das sind dann im Prinzip nur zwei Cocktails. Ja. Ananas und Orange. Und? Aber hier steht noch Cranberry, Passionsfruchtaroma. Naja. Die Cranberry macht es halt ein bisschen bitter. Hm. Aber ich weiß nicht, wodurch der Alkohol kommt. Das ist wieso Orange? Ziemlich ungewöhnlich. Das schmeckt ja schon wie Zombie. Und Zombie ist auch noch dabei. Bin ich mal gespannt, wie Zombie schmeckt. Ja, der ist bestimmt schlimmer. So. Sex on the Beach. Gehen wir mal zum nächsten, solange wie du da rumsüffelst. Oh. Cocktail Plant Beach Up Your Life Pina Colada. Sagt Ananas zur Kokosnuss, kommst du mal rum, ne? Was heißt das? Dass da Rum mit drin ist oder wie? Ja, aber was ist denn hier drin? Ja, Sand. Aber Vorsicht, dort liegt Sand. Das heißt, der Alkoholgehalt kommt vom Sand. Und hier kommst du mal rum, das sind versteckte Spiele, da ist Rum drin. Also Pina Colada, habe ich jetzt schon mehr Bock drauf und denke mal, das ist sowieso besser als das erste, weil das halt einfach alkoholhaltiges Mischgetränk Ananas und Kokosaroma. 58% Ananassaft. Ach, das heißt, das sind dann 42% Alkohol oder was? Hä, ja, bei dem anderen, hier waren es 78% Fruchtsaftgehalt und der Rest ist dann was anderes. Und hier hast du 58% Fruchtsaftgehalt, der Rest ist ja dann aufgewogen und ist eben keine Frucht, dann ist der Rest ja was Stabiles, das ist dann also der Rum. Aber hat trotzdem 10,1% und ist auch wieder 0,2 Liter. Pina Colada, dann mach ich mal den auf, da bin ich mal gespannt. Auch der riecht sehr schön, sehr cremig. Mild. Cremig, mild. Ach du Schande! Was ist denn jetzt, Adi? Was machst du denn? Was hat denn der Adi am Hals? Guck mal, der Adi war wieder im Bad und hat seinen Kopf in den Mülleimer gesteckt. Und dann hat er den Kopf aus dem Mülleimer raus und jetzt ist der Deckel vom Mülleimer um seinen Hals. Und wenn er jetzt hier rumläuft, ja, funktioniert das, das nicht. Adi, raus! Ja, dann hat das geschafft wieder. So, Adi. Adi, aus! So, Adi ist befreit, wunderbar. Jetzt kann er den Kopf wieder in den Mülleimer stecken und dann. Das macht er nachts manchmal. Da raschelt es im Bad und dann kommt er reingelaufen und du denkst, was ist denn jetzt? Und dann hat er plötzlich das Ding um den Hals rum. Nicht, dass er hier was trinken will davon. Und dann denkst du, da kommt ein Pferd reingaloppiert und dabei hat er den Deckel um den Hals. Oh, oh. Nee. So, der ist für dich. Sogar keine Kohlensäure. Der ist für mich. Halt's mal vor, dass man es mal sieht. Ich muss erst mal riechen. Pina Colada sieht jetzt aus wie Bananensaft, ist aber eigentlich Ananas und Gogos. Ne? Ah, das Kokos riecht man ja. Prost. Prost. Ja. Er schmeckt nicht so bitter wie der erste. Also
Eigentlich soll man ja bei einer Sorte immer bleiben, wenn man sowas trinkt, ne? Man trinkt ja nur einen Cocktail und nicht, wie gesagt, und keine 4, 5, 6 und so weiter. Ist einfach... Also wenn wir fortgegangen sind früher, ne, wir haben immer geguckt, was ist das, was ist das, was ist das. Wir haben alles probiert. Wann war denn früher? Ich nehme das den ganzen Abend lang nur noch das. Mhm. Also wer redet, wer denkt denn so, wer macht denn sowas? Also ich finde, den kann man besser trinken wie den ersten, aber so richtig überzeugen tut er mich nicht. Ich finde, er hat auch irgendwie was Schokoladiges. Wenn ich den so trinke, denke ich hier, ja, ich finde, das schmeckt gut. Irgendein... Ich glaube, die schmecken mir wahrscheinlich alle. Ja, weil eben. Ich, das sind sie, die echten. Nee, ich habe aber ach, immer egal, mal... egal, das schmeckt alles. Ich glaube, vor 30 Jahren habe ich vielleicht mal den letzten Cocktail mal getrunken. Vielleicht, weiß ich gar nicht, ich habe keine Ahnung. 30 Jahre keine Cocktails, nee, jetzt ja, schmeckt einfach alles. Jetzt, Hauptsache trinken, ne? Das ist jetzt die Devise von dir. Deswegen kam ich ja auf die Idee, weil ich das gesehen habe, mal sowas zu kaufen. Ich warte jetzt nur, dass du deinen Schluck ausgetrunken hast, dass ich dir noch einschenken kann, weil es muss ja fair bleiben, ich kann dir ja nichts Nein, wegtrinken. Nein! Wir müssen hier wir müssen. Das kann man doch später noch. Ich meine, wenn wir jetzt das alles leer machen, dann kann man das andere nicht mehr kosten. Toll, das ach ist, Mann. Weil du so viel gemeckert hast, ist jetzt mehr reingegangen, als eigentlich rein muss. Ups. So, dann stellen wir den Pina Colada mal hin und probieren und mal weißt du, den Pina Colada. Wenn du dich erinnern kannst, im Kino immer, neben beim Rix Café, da gibt es immer mal einen Cocktail. Und jedes Mal, wenn wir im Kino waren, habe ich gedacht, oh, heute gibt es den Cocktail, da hätte ich gerne mal einen probiert, mal so einen richtigen Cocktail. Richtig zubereitet, schön zurechtgemacht, das hätte ich gerne mal gemacht, aber du kannst ja immer keinen trinken und alleine trinke ich dann auch keinen. Das habe ich ja schon immer mal gewünscht. Deswegen hol mal das ja jetzt gerade nach, für alle Cocktails, die ja, wir im Kino ja, haben liegen lassen. Ne? Das ist ja aber nicht dasselbe. Und nicht trinken konnten. Das ist ja nicht dasselbe. Genau, das ist die Hartz IV. Edition, weil man aus dem Schnapsglas trinkt und so eine kleine fertig gemischte Flasche, also und ohne Schirmchen und ohne da ist auch kein Eis drin, ohne wie die, dass ach du dann so, das Eis gehört auch noch nein. Mhm. Also ich finde, der ging jetzt richtig in die Zähne. Der war so brachial süß auf einmal beim aber zweiten Glas. Der hat mir richtig wehgetan, hat er mir. Da kann ich ja so lange schon mal die Geschichte vom Swimmingpool erzählen. Ja, das weiß übrigens, ich. Swimmingpool. Den haben wir getrunken, als wir bei den Störtebeker Festspielen waren. An der Nordsee. Nordsee? Das war an doch der da Ostsee. Oben, oder nicht? Da war es halt die Ostsee. Ja, das war doch in Stralsund, oder wo war das? Wahrscheinlich war es der Güllebach in am Haus, aber... Das war irgendwo an der Nordostsee und da waren die Störtebeker Festspiele und da war das so ein Motel an der Straße. Nee, das war auf der Insel Rügen, glaube ich, war das doch. Ach, ich weiß nicht. Ja, aber auf dem Weg dahin waren wir ja da und wir haben ja nicht in dem, im Festspiel geschlafen, nein, sondern in so einem Motel. Ein Motel an der Straße, wo der Bus gehalten hat und da konnte man abends sich reinsetzen in so eine Bar. Und da haben wir, der Klaus hat schon geschlafen und wir haben uns dann... Wir haben uns grüne Wiese bestellt. Was redest so du denn? Das ist doch Swimmingpool. Ach, war, die ganze Geschichte ist wieder gelogen. Es war grüne Wiese war das, und ja, nicht Swimmingpool. Swimmingpool war es weil nicht. Schwimmen kann eh keiner und deswegen fertig. Na gut, da kenne ich Swimmingpool auch nicht. Und außerdem, ich habe aber jemandem mal schon eine Flasche Swimmingpool geschenkt, aber die war doch blau. Die hat er bestimmt komplett getrunken. Das ist doch grün, oder? Oder ist es blau? Ja, ja, das wird grün. Ja immer mit Blue Curaçao gefärbt so. Und deswegen, je mehr du reinmachst. Uh-huh. Übrigens nochmal auf dem Sex on the Beach Etikett, ihr seht ja die Schrift, das sind die Palmen daneben als Details. Beim Pina Colada habt ihr hier die Ananas daneben. Ananas. Mit einer aufgebelzten Kokosnuss. Beim Swimmingpool habt ihr einen zum Klippenspringer, der springt von der Klippe. Da steht Swimmingpool, ist total überleuchtet. Der springt in den Pool oder und was? Der Spruch, damit man weiß, mit was der Alkohol eingeflößt wurde. Ja. Ein gepflegter Swimmingpool ist nur ohne Wasser cool. Also da ist Wasser drin, damit er so stark wurde und auf seine 10,1% kommt. Ich denke eben, da ist kein Wasser drin. Ja, im Pool nicht, aber ohne in dem Wasser. Getränk. Na, wie kannst du denn in den Pool reinspringen ohne Wasser? Das geht doch überhaupt nicht. Du sollst ja nicht da reinspringen, du sollst ihn ja trinken. Das ist der Swimmingpool. Dies ist ja was anderes wie dieses gepferchte Betonbecken da, wo die Leute immer ihre Swimmingpool
alkoholhaltiges Mischgetränk mit Curaçao-Kokosgeschmack. Fruchtgehalt 78% Ananassaft. Schon wieder Ananas? Das heißt, es schmeckt jetzt wie der Pina Colada. Der hat 58, da sind 20% mehr Ananas drin und schon ist es ein anderes Getränk. Und wieso, was ist noch richtig drin außer Ananas? Nix. Wieso? Ist doch nicht nur Ananas drin. Und Curaçao. Ja, aber Fruchtgehalt 78% Ananassaft. Deswegen machen wir den mal auf. Das verstehe ich nicht. Puh. Oh. Adi, du hast den Deckel vergessen, den du vorhin noch auf dem Kopf hattest. Jetzt mach mir hier nicht die Genaya und spei alles voll. Jetzt sei mal, ne? Oh, und das auf nüchtern. Da siehst du mal, was die anderen immer erleiden müssen. Mm. Den können wir auch mal hier reinhalten. Das ist also das Swimmingpool. Ja, ich drehe es aber mal so rum, dass man die Schrift lesen kann von der Berliner Luft. Berliner Gruft. So, Prost. Wir müssen uns nämlich beeilen. Der Akku ist nämlich bald leer. Ach, wir müssen ja noch einen vierten nehmen, ne? Das schaffen wir ja gar nicht. Wie kannst du das nur so hinterschütten? Mm. Habe halt eine breite Fresse und deswegen da passt viel rein. Das ist aber der angenehmste bisher. Nicht zu süß, nicht zu bitter, nicht zu herb. Aber bei mir brennt ein bisschen. Also ist, weil so viel Ananas drin ist. Durch die Fruchtsäure, die da aufgekommen ist. Ich glaube, diesmal verschone ich dich und schenke dir nicht den zweiten ein, sondern lass den mal kurz hier stehen. Und wir gehen erstmal zum vierten. Das, was wichtig ist, dass der vierte da noch mit drin ist. Verstehen Sie? Da kann ich ja so lange schon mal. Der letzte ist nämlich der Zombie. Und der Zombie ist der Beste. Und zum Zombie kann ich dir nämlich eine Geschichte erzählen. Echt? Als wir früher immer in Miami waren, da gab es nämlich immer eine Diskothek in Hildburghausen, das Miami. Die hatten auch in Römhild ein Miami. Mhm. Als in Hibu das zugemacht hat, sind die Leute immer nach Römhild ins Miami. Und da ganz typisch war unter allen, die da hin sind, jeder hat immer Goldkrone Cola getrunken und Goldkrone Energy und sonst was und bla. Und irgendwann haben sie gesagt, ich bestell mir mal einen Zombie. Und keiner wusste, was ein Zombie ist. Wo sie halt die härtesten, größten, brutalsten Rumsotten und Sachen alles zusammen reingepanscht haben. Und das war der teuerste Cocktail auf der Karte. Hat ein Gläschen immer gleich 8-9 Euro gekostet. Mann. Während alle anderen halt vielleicht bei 5-6 Euro waren. Mann. Und das war halt richtig brutal. Die meisten haben gerade mal 2 Stück getrunken und lagen schon in der Ecke. Und hier steht jetzt einfach. Was, und da ist jetzt Rum mit drin, oder was? Zombie. Rot, Zombie, ihr seht hier auch die leblosen Körper, die Zombies, die da durch die Gegend laufen. Erst durch die Kehle, dann in die Seele. Alkoholhaltiges Mischgetränk, Orange, Ananas mit Trobbi-Geschmack. Fruchtgehalt 78% aus Konzentrat, 39% Ananas und 39% Orangensaft. Enthält Mandel- und Walnussextrakt. Ach, Nuss. Aber auch wieder 10,1. Ich kann mich nicht an was Nussiges erinnern. Alkohol steht auch nicht drauf. Wahrscheinlich die Seele macht den Alkoholgehalt. Man findet in diversen anderen Bars und sonst was natürlich immer mal Zombie auf der Speisekarte. Das muss man mal einschenken. Ach, auf der Speisekarte? Auf der Getränkekarte halt. Und gefühlt sind die zwei gängigsten, härtesten Cocktails ja immer der Long Island Iced Tea und der Zombie. Die sind meistens in der gleichen Preiskategorie und hauen die Leute halt reihenweise um, weil da meistens Sachen mit drin sind. Oh. So, einmal Prost, aber muss ich mir auch noch was zeigen. Das sieht nämlich jetzt einfach aus wie Blut. Guck dir das Blut an. Naja, deswegen Zombie. Wieso die Zombies? Ach so, die Zombies haben ja gar kein Blut mehr. Naja, aber die hinterlassen Blut überall, ja, wo sie lang rennen. Das ist das Blut aus den Zombies. So, probieren wir mal. Mm. Oh, was ist denn das jetzt für ein Geschmack? Hm? Also ich finde, der zweite und dritte, die haben sehr Ähnlichkeiten. Der letzte und der erste, die haben auch irgendwie Ähnlichkeit. Und das ist der Beste bisher. Das finde ich sehr gut. Ach, jetzt ist das der Beste. Mein ganzes Bein ist schon taub und eingeschlafen. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Adi guckt auch ganz verdutzt.
Ja, du musst auch trinken, sonst weißt du ja gar nicht, wie es schmeckt. Hm. Weil dir der Zombie so gut geschmeckt hat, können wir dann noch einen zweiten Zombie einfüllen. Nee. Ach Mann. Ja, dann trink du mal den. Da brauche ich dann erstmal eine Scheibe Brot zum. Ich kann ja deinen aufheben. So. Dann hebe ich deinen Zombie auf, solange wie du noch trinkst. Und trotzdem muss ich sagen, die anderen konnte ich besser trinken als den. Also. Weil der so stark ist. Ist aber Quatsch, weil eigentlich hat er ja trotzdem auch nur 10,1%. Genau wie die anderen. Ich glaube, bei den Karten damals stand sogar, glaube ich, immer noch drauf, in Klammern die Prozent, wie viel Prozent irgendwas hat. Und deswegen haben viele Leute gesagt, sie nehmen den Zombie, der hat die meisten Promille, Prozent, irgendwas. Wenn sie schon so viel bezahlen und nur einen Cocktail wollen, dann nehmen sie gleich den. Ich sag dir, was mein Favorit ist. Der hier. Jetzt so dachte ich, der Schweizer Pool, aber... Pina Colada. Pina Colada. So. Das Beste ist eh, wenn es dann gleich alles wieder rauskommt und sich alle vier Farben vermischen. Das sieht bestimmt Bombe aus. So, habt ihr das auch schon mal gesehen? Ja, den Fehler hast du jetzt gemacht. Wenn du jetzt überall was übrig gelassen hättest, hättest du jetzt mal alles zusammenschütten können. Mal gucken, wie das dann aussieht und wie das schmeckt. Aber ja. Müssen wir wohl noch mal vier Stück holen, ne? Ja, wenn es die noch gibt, ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es auch nicht. Ich glaube und ich hoffe. So, wenn ihr das also schon mal gesehen habt, Sex on the Beach, Pina Colada, Swimming Pool und Rob Zombie, ne? Dann schreibt es mal in die Kommentare oder probiert das halt auch mal. Ja, das kann man mal trinken. Mal eine Sorte davon mal so richtig schön zurechtgemacht. Richtig schön reingekippt. Am Strand dann eben oder so. Ne? Ja. Oder im Swimmingpool. Ja. Was ist euer Favorit? Long Island Iced Tea oder Zombie? Schreibt es mal in die Kommentare. Du hast dein Gläschen ja leer. Du kannst ja die letzten zwei dir zusammenmischen dann. Wir müssen jetzt noch Wrestling gucken, den Main Event. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Danke ans Muttertier. Fürs dabei sein, das ganz roten Kopf. Ach ja? Ja. Ich habe eine rote Mütze. So, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao. Ciao, jetzt ist es grün, guck, jetzt ist es ein Swimmingpool.